So, hallo, wir machen weiter. Bei Mario Maker 2. In diesem Part möchte ich die letzten Level von Arenare spielen. Und dann würde ich mir noch ein paar Uncleared Level angucken und vielleicht noch ein paar erste sammeln. Falls wir die Zeit dafür finden. Jetzt geht's erstmal hier rein. Music Gate. Ich sehe Majora's Mask. So, das habe ich schon erkannt. Mal gucken, was hier passiert. Ja, Majora's Mask. Ach so, ich muss das richtig spielen, ja? Wait, dann so. Hä? Okay. Okay, ich hab das schon, danke. Ach, hätte ich das jetzt in einem Stück schaffen müssen? Okay. Also dann. Okay. Also 4-3-4-3-1-2-1. 4-3-4-3-1-2-1. Achso. 4-3-4-3-1-2-1. Bisschen wie Ocarina spielen. Krieg ich jetzt hier auch wieder die lange Variante? Yes. Sehr schön. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei und dann unbekannt. Okay. Easy. Cool. Tschüss. Okay, aber wie muss ich das jetzt gleich spielen? Das wird jetzt sehr interessant. Was muss ich jetzt spielen? Hä? Okay, wait, what? Ah, stimmt, es sind vier Höhen. Es sind tatsächlich vier Höhen. Okay. Und mit 3 geht's los. Okay. Also mit 3 geht's los. Okay. Cool, 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 cool. Schön Klavier gespielt. Ich dachte jetzt, diese Coinsnick bewegt sich, aber tut sie nicht. Interessant. Wait a moment. Kann man das hier aufspringen? Und bringt das irgendwas? Nö, okay. Hauptsache ich verbaue mir nichts.
Oh, das war's. Okay, das war cool. Sehr interessant gebaut. Auf solche Ideen muss man erstmal kommen, ne? Keine Ahnung, ob das der Arna irgendwo gesehen hat oder sich selber überlegt hat, aber auf jeden Fall cool. Habe ich so halt auch noch nicht gesehen. So, das scheint wieder irgend so ein Bosskampf-Ding zu sein. Super Para Beetle Boss. Was passiert jetzt? Ach, ich spiele den. I see. Okay. Aber ich kann nichts machen. Nein! Gib ihn zurück. We have to save him. Nice. Sehr schön. Okay. Lauft, Koopas, lauft. Noch einer. Yay. So. Help. Wir kommen. Wo ist jetzt mein Viech? Ah, da ist er. Okay. Yo! Ich wollte gerade sagen, hä? Aber das musste so richtig sein. Okay. Interesting. Sehr interessant. Sehr interessant. Okay. Gut. Spamton Neo. Das könnte jetzt kritisch werden, weil das ist bestimmt wieder so ein Bosskampf, wo eine schwierige Variante dabei ist, die ich wieder nicht schaffen werde. Aber vielleicht schaffen wir die leichte Variante. Big. Oha, oha, wir spielen wirklich richtig, ne? Oh ja, wir spielen es richtig, okay. Sick. Ja, da ist schon vorbei. Ja, aber jetzt muss ich... Ah, nee, ich kann doch schießen. Oh, Bruder, wie soll man denn da durchkommen? Oha, das wird crazy. Oh, Hilfe. Okay. Aber es ist wie im Original auch. Man lernt mit dem, mit den Dings. Oh. Ach so, das Ding kann die Stacheln berühren. Nur Mario darf die nicht berühren. Okay. I see. Scheiße. Okay. Aber dann habe ich wieder was gelernt. Ja, jetzt muss ich das Herz angreifen. Ey, das ist voll cool gemacht, ne? Ganz ehrlich.
Das ist so cool gemacht. Und es passt halt auch einfach. Es passt halt einfach genau zu dem, was es im Original auch ist. Das ist richtig nice. Und wie man das Herz angreift und auch er diese Attacke hat, die hier mit dem Ketten und dargestellt wurde. Voll witzig. Oh, wir kriegen neuen Pilz. Nice. Und jetzt kommt der Hauptkampf. Jawohl. Okay, vorsichtig. Also, das Ding darf getroffen werden, nur Mario darf nicht getroffen werden. So muss ich mir das immer vorstellen. Dann kann ich recht gut ausweichen. Oh, oh, runter, runter. Nein, 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 nein. Oh Gott. Kritisch. Kann ich jetzt weiter vor? Yes. 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 Nice. Sehr cool. Oh, nur ausweichen. Ja, scheiße. Ja, da kann ich jetzt gar nichts machen. Da muss ich jetzt nur ausweichen. Oh, nee. Oh nee, ich bin doch schon so gut wie tot. Oh nee, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Wow. Okay, kann ich jetzt hier einfach raus? Like, habe ich es geschafft? Ja, ich denke, ich habe es geschafft. Geil. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Das ist, genau das ist, was ich meinte, ne? Als ich diese Hollow Knight Boss-Kampf schon gespielt hatte, da wusste ich halt, der Typ hat es drauf. Sowas wollte ich sehen. Sehr, sehr cool. Okay, und war keine andere Version, es war nur diese Hauptversion. Splatoon 3, gut, kenne ich mir nicht aus, lassen wir aus, ne? Muss nicht sein. Und Picture Poker haben wir noch. Okay, das scheint wieder was Leichteres zu sein, aber vielleicht was Interessantes. Auf jeden Fall cooler, cooler Creator, der Arna. How to? Ach so. How to? Okay, erklär mir mal, was ich tun soll. Swamp mal 30. Ip. Change. Keine Ahnung, was da oben steht. Ein Pair. Ach so, one Pair. Change. Okay, ich verstehe gar nichts. Wir probieren es einfach aus. Ich verstehe wirklich nichts. Wir gucken mal, ob ich verstehe, wenn ich das Spiel jetzt sehe, was ich tun muss. Ich muss das jetzt 30 Mal machen, oder was? Okay, dann machen wir es halt 30 Mal. Beim 30. Mal geht dann wahrscheinlich der P-Switch-Weg auf. Also, ja, das ist dann die Vorbereitung vom Spiel gewesen. So. Thank you.
Was geht hier ab? Pair. Zwei Paare. Poker. What? Also ich glaube, ich habe so minimal verstanden, was los war. Wir machen das jetzt nochmal. Durch diese 30 Dinger hier setzt er die verschiedenen Karten, ne? So. Und du kannst dann sozusagen über diese Totenköpfe kannst du dann deine Karten umtauschen. Aber du weißt halt nicht, was kommt. Na, das siehst du nicht. Du weißt ja nicht, was oben ist, was dann umgetauscht wird. Deswegen ist es ja wirklich am Ende ein Glücksspiel. Und ich hatte jetzt gerade zwei Paare. Aber das Problem ist halt, du musst immer wieder diesen Anfang machen. Das ist natürlich kritisch. Das ist natürlich richtig kritisch. So. Ja, was haben wir gezogen? Okay, wir haben jetzt schon ein Dreierpaar. Wir haben ein Dreierpaar. Ich möchte den hier austauschen. Aber was kriege ich jetzt dafür? Hallo? Ach so, das kriege ich hier erst nachher. Okay. Und dann tauschen wir den hier aus. Und wenn ich jetzt auf den Dings gehe, dann sehe ich, was draus wird aus dem, was ich gezogen habe. Ja, okay. Also es dürfte jetzt bei einem Dreierpaar bleiben, ne? Bringe mich jetzt zum Dings. Und je nachdem, was man hier gezogen hat, da muss eine richtig krasse Mechanik dahinter stecken. Je nachdem, was man jetzt gezogen hat, kriegt man halt hier dann angezeigt, was man bekommt. Na, alles, was jetzt kaputt geht, da kann man nicht mehr durchlaufen. Weil das halt die anderen Ergebnisse wären. Ah, und diesmal muss ich in die Röhre hier rein. Und da müsste jetzt Dreierpaar stehen. Ja, Three of a Kind. Genau. Okay, das ist schon witzig. Das ist schon witzig. Das ist schon echt witzig. Okay, aber es ist halt, es bleibt halt ein komplettes Glücksspiel. So, du weißt halt nicht, was du bekommst am Anfang. Du weißt nicht, was du nachher ziehst. Das ist cool gemacht. Jetzt habe ich es kapiert. Jetzt habe ich es kapiert. Das ist echt cool. Das ist saucool sogar gemacht. Also, wow. Ja, aber alleine dadurch, dass man halt immer wieder diesen Swamp abwarten muss, das ist ein bisschen, ja, kritisch. Er hat es am 18.03.23 hochgeladen. Das heißt, es besteht noch Hoffnung, dass der Typ weiter hochladen wird. Ich bin gespannt. Hier, 12.03., 9.03. Also, da ist jemand in gewisser... Och, gucke mal! 21 war das Bampton Neon Level und das hier war jetzt erst. Also, die sind tatsächlich jetzt 23 ganz frisch. Da würde ich doch sagen, spam den mal hier mit Spielen zu, also mit hier Plays anzahlen, dass der merkt, dass seine Level noch gespielt werden. Vielleicht motiviert das ja. Sehr, sehr cool. Okay, gut. Ich möchte jetzt, wie gesagt, noch ein paar 0% Level mir raussuchen. Dazu gehen wir mal wieder in die Detailsuche. Warte, wir resetten hier mal alles. Kann ich das irgendwie hier resetten? Nee, hä?
Ach so, ich muss hier resetten, ne? So, zack. Alle. Hochladezeitpunkt alle. Gespielte Male. Darum geht es mir nicht, sondern es geht mir um... Genau, die Abschlussrate. Richtig. Go. Ja, aber nee, aber ich die andere Richtung. Also andere Richtung. Wie kann ich denn das jetzt... Hä, bin ich dumm? Wie konnte man den 0% Level finden? Ach so, ich muss einfach dann auf die anderen Seiten gehen. Aber jetzt... kann ich nicht irgendwie die Richtung einfach ändern? Das ist ja gespielte Male, aber ich will... Ja, aber so ist es doch jetzt Quatsch. Ach nee, so ist es richtig. Abschlussrate. Die ist jetzt 0%. Aber ich will ja nicht 0% Abschlussrate. Ich will ja, dass es noch keiner geschafft hat. Gott, wie ging das denn, Leute? Wie ging das denn? Ich bin lost. Ging das nicht irgendwie so? Beliebtheit, Beliebtheit. Nee, das will ich nicht. Ich will... Ah, wahrscheinlich muss ich den Hochladezeitpunkt auf jetzt stellen und dann bekomme ich wirklich 0% Level. Also 0% im Sinne von 0%. Ja. Ja, 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 ja. ...4308 haben es versucht, keiner hat es geschafft. Okay, aber das sind dann wahrscheinlich zu krasse Sachen wieder, ne? Tricolor. 3 Jahre Mario Maker 2. Das müssen so ganz üble Sachen sein. Wir gehen einfach mal in spaßeshalb in eins von denen rein. Aber ich dachte, ich kann irgendwie so leichte 0% Level finden. Ich bin verwirrt. Oh, no. Ja, das wird, das sehe ich jetzt schon, dass das nix wird. Oh, no. Ich kann schon den Anfang nicht. Oh, man. Okay, ich habe den Anfang geschafft. Oh, no. Bitte was? Sowas kann ich überhaupt nicht, da bin ich raus. Okay, aber das ist nicht ganz, wie ich suchen wollte. Ich... Komm, wir probieren das mal. 1031 haben es bisher nicht geschafft, oder 1031 Versuche zumindest. Mal gucken, was hierbei rauskommt. Das sieht doch erstmal nach einem normalen Level aus. Das sieht nach einem viel zu normalen Level aus. Was geht denn hier gleich schief? Hier muss ja irgendwas muss ja hier gleich böse schief gehen. Das ist bisher viel zu normal. Das macht mir Sorge. Okay. Oh je. Nein, mein Dings ist weg. Ich hoffe, ich brauche den nicht.
Aber das geht wahrscheinlich einfach viel zu lange. Das wird das Problem sein. Bruder! Nein! Nein, das war's gleich. Oh, ich will mein Power-Up zurück. Krieg ich nochmal ein Power-Up, bitte? Oder ein Checkpoint? Oh, eine Röhre. Okay, Checkpoint? Checkpoint? Oh, man darf's nicht verlieren. Das ist jetzt schwierig. Ja, das ist jetzt schwierig. Man darf's nicht verlieren. Aber das ist ja schon alleine deswegen blöd, weil du jetzt die ganze Zeit dieses Scrolling hast. Nee. Nee. Da musst du immer wieder den gleichen Kram spielen. Nee, kein Fan. Aber wie gesagt, das ist nicht ganz, was ich suchen wollte. Ich wollte so 0%, aber halt... Aber wie musste man das denn machen? Gespielte Male, 100 Mal oder weniger. Ach so, warte mal, so vielleicht. Ist das jetzt hilfreicher? Bringt mich das jetzt mehr zu Dingen, die ich gerne... Nee, da kommt der gleiche Quatsch. Minigame. Okay, was kannst du? Was kannst du? Alle Münzen und erreiche das Ziel. Oh, das ist sowas. Oh, Bruder. Okay, aber das könnte ganz witzig sein. Man muss sich ja nur so ein bisschen merken, wo alles ist. Und wir haben schon 50. Also, wenn es immer so viel Münzen gibt, dann geht es relativ schnell jetzt. Hä? Hey, was soll ich machen? Hey, was soll ich da tun? Ach nee, ich hab's kapiert. Ich bin dumm. Ich hab's kapiert. Der On-Off hält mich oben fest und das muss ich machen, um auszuweichen. Ich hab's kapiert. Das heißt, jetzt... Oha, okay, das ist echt knapp. Okay, das ist echt knapp. Oha. Okay. Okay, also wirklich ganz knapp vorher erst springen. Nice. Checkpoint. Oh, ich hätte... Ich hab's nicht verstanden. Ah! Ich hab's wieder nicht verstanden. Ich muss immer erst das Minispiel einmal sehen, um zu kapieren, was ich machen muss. Aber jetzt habe ich's kapiert. Jetzt habe ich's kapiert. Also noch fühle ich mich in der Lage, es zu spielen. Aber ich weiß halt nicht, was alles kommt. Oh, ich dachte, es war zu knapp. Ah, es hat gepasst. Puh.
Glück gehabt. So, okay, also. Im Moment ist er auf links. Das heißt, das passt. So, die Münze kommt zu mir. Jetzt muss ich umstellen. Jetzt muss ich wieder umstellen. Jetzt muss ich wieder umstellen. Und 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 wieder umstellen. Oh mein Gott. Und wieder umstellen. Und wieder umstellen. Und wieder umstellen. Alter, kritisch. Boah, das war schwer. Oh mein Gott. Ich hätte jetzt echt gern... Nein, es kann ja gar kein Checkpoint geben. Es gibt eine Zielbedingung. Also wenn ich jetzt draufgehe im nächsten Spiel, dann hören wir auf. Ich bin froh genug, dass ich so weit gekommen bin. Weil das hier mache ich nicht nochmal. Das war gerade viel zu großer Zufall, dass ich das geschafft habe. Boss. Ja, okay. Keine Ahnung, was jetzt kommt. Oh je. Ich habe Angst. Wait, what? Ja, stopp! Hä? Ich muss bis zu dem P-Switch vor. Aber wie kann ich... Also, wie kann ich denn zu dem P-Switch vor, wenn ich... Ich werde dann da oben festgehalten, na? So, aber wenn ich festgehalten werde... Oh, ich falle da auf diese scheiß Stacheln drauf. Nee, das müssen wir jetzt nicht noch weiter ausprobieren. Ich finde es schön, das Level, aber das müssen wir jetzt nicht noch weiter ausprobieren. Vielleicht schafft es jemand von euch. Das sieht auch sehr böse aus. Aber, ach, warte mal. Was ist denn, wenn ich auf neu gehe und neu sortiere nach? Ach, neu kann ich nicht sortieren. Neu ist halt einfach nur neu und durch Zufall sozusagen 0%, ne? So, aber kann halt ganz schnell dann gelöst sein. Das heißt, es ist wieder so ein Wettlauf. Aber ich... Irgendwie gab es noch eine andere Möglichkeit, 0% Level gut zu suchen. Ich weiß aber nicht mehr wie. Ich weiß beim besten Willen nicht mehr wie. Okay. Okay. Dann muss ich da wohl rein. Ja, okay, das ist jetzt halt die Frage, ob ich der Erste war. Oh yeah, Mario time. Dann machen wir hier einfach noch ein paar Level. Ich war der Erste. Okay. Ist das jetzt toll gelippt? Ich meine, es hatte keine Probleme, das Level, so, ne? Why not? Stop 2 on our epic adventure. Armor World. Autoscroll. Oh. Wirklich? Autoscrolling ist kein epic adventure. Nein, gib mir den... Oh. Wait, ich muss auf die Wolken. Okay. Was? Ja, das war ein sehr epic Adventure. Ja, das war dann auch dieses Level. Last Castle Easy Mode. So many gimmicks. So many gimmicks. Okay. Die many gimmicks gucken wir uns jetzt mal an. Gimmick 1, Zielbedingung. Ah.
Gimmick 2, senkende Lava. Gimmick 3, 3 Millionen Pilze. Und ein Goomba. Perfekt. Gimmick 4, Stacheldinger, von denen ich getroffen werde. Gimmick 5, Sägen ausweichen. Gimmick, keine Ahnung, wo wir sind. Feuerdinger. Gimmick irgendwas. Coin Snakes. Block Snakes. Die keiner mag. Und trotzdem alle einbauen. Oh oh. Ja, wie, was, wo? Oh mein Gott. Okay. So many Gimmicks. Ja, Wahnsinn, echt. Eine fliegende Pflanze, die ich besiegen muss. Oder auch nicht. Ach, ich muss ja Ludwig besiegen. Okay. Das ist jetzt nicht so gut. Das ist jetzt nicht so gut. Bruder! Das ist jetzt gar nicht so gut. Nein! Ja, schade. Mist. Hat schon jemand gelöst? Dann würde ich rausgehen. Ansonsten bleiben wir drin. Okay, wir bleiben drin. Okay, weil ich zu der Pflanze zurück bin, ich Trottel. Ich hätte nicht zu der Pflanze zurückgemusst. Ich hätte definitiv nicht zu der Pflanze zurückgemusst. Das war ein Fehler. Ja, ist egal, wir kriegen eh dann nachher. Ach ja, jetzt muss ich den Scheiß nochmal machen. Ah, hier war die. Oh, ich hätte die Dings nehmen können als Dings. Egal. So. Du bist ein bisschen kaputt gegangen, Kollege. Sehr schön. Ich brauche nur noch Ludwig nochmal. Der andere interessiert mich nicht. Easy. So. Sehr schön. Und eine Schlüsseltür haben wir auch noch eingebaut, weil... Ist so. Oh, bitte war ich der Erste. Yes! Okay. So many Gimmicks. So. Kurz und knackig Shooter. Lost. Was ist das jetzt schon wieder? Okay. Oh! Zeit. Ich muss wahrscheinlich den Goomba erledigen, wa? Hä?
Was will er hier von mir? Ja, und dann da hoch. Weil da ist safe die Tür. Ja. Nein! Was? Okay, ich hätte schwören können, dass da die Tür ist. Aber die Tür, wo er ist, ist doch safe die Tür hier. Also, hundertprozentig ist das nicht die richtige Tür. Hundertprozentig ist das nicht die richtige Tür. Das ist nochmal eine An... Was bitte? Na dann ist die Tür versteckt. Dann ist es Müll. Dann ist es einfach Müll. So, da oben ist noch eine Tür in der Luft. Direkt unter dem Notenblock, unter dem anderen. Okay. Ja, das muss ja dann die sein. Okay. Das muss ja dann die Tür sein. So ein Quatsch. Ja, genau. Muss ich nur schnell genug hochkommen? Nein, 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 nein. Nein. Ich muss nur schnell genug hochkommen. Perfekt. Lol. Einfach ein Fisch. Warum ist da ein Fisch? Oh, witzig wäre, wenn der Fisch auch einen Schlüssel hätte. Aber jetzt gucken wir mal, ob es die Tür ist. Please. Dies ist auch nicht. Dann ist es doch die hier. Kann ich in die reingehen? Ja. Okay, ich kann in die rein. Okay. Okay. So ein Quatsch. So ein Quatsch. Nein, ich war nicht Erster. Ich hasse alles. Na gut. Ah, wir müssen aktualisieren, sonst sind wir jetzt... Aber jetzt haben die Level ja hier eine Weile schon geladen, ne? Und wir wollen ja Erster werden. Gegen die Zeittechnik. Mindestens 70 Münzen. Okay. Ich hab's doch schon. Nein, ich hab's doch schon. Oh mein Gott. Okay. Es war ein Level. Wir waren nicht Erster. Ich hab doch extra aktualisiert. Damit das nicht passiert. Okay. Big, big, big Sky Speedrun. Oh, das könnte schwierig werden. Das sah professionell aus. Oh Gott, das sah professionell aus. Das wird nix. Das wird nix. Ja, das sieht viel zu professionell aus. Was muss ich da machen? What? Was muss ich da tun? Yeah.
Ach so. Ach so. Und dann umkehren. Okay, okay, okay. Na, wobei, noch fühlt sich's okay an. Ja, okay. Noch fühlt sich's okay an. Das ist aber jetzt auch das Letzte, was wir spielen. Perfekt. Aber was mache ich denn? Okay. Nein, ich darf die nicht aufsetzen. Ich muss die kicken. Ich muss die kicken, okay, ich muss die kicken. Okay, nicht aufsetzen. Oh, scheiße. Das war nix. Die ist nicht die hat sich nicht so verhalten, wie ich mir das gedacht habe. Scheiße. Ah, die kommt immer wieder, also muss ich die erst unten loslassen oder was? Oh, soweit. Also muss ich die erst unten loslassen dann, dass das funktioniert. Ach Mann. Also dann so oder was? Nein! Also dann erst gegen den Stein und dann zurück oder wie? Okay. Nein, da muss ich spinnen. Okay, okay, okay. Also die Stelle mit der Shell finde ich ein bisschen komisch. Die fühlt sich irgendwie nicht so im Flow an. Vielleicht spiele ich die aber auch falsch. Keine Ahnung. Weil ich da halt warten muss, das fühlt sich so ganz komisch an. Hey, was, wo muss ich denn dann hin? Da mache ich irgendwas mit dem P-Switch auf, aber was? Guck mal, da bin ich dann da unten. Und wo muss ich dann hin? Hä? Ich meine, hier ist nix. Hier an Anfang zurück ist auch nix. Was soll mir der P-Switch denn dann bringen? Oh, no. Hä? Nein, ich wollte nicht springen. Also müssen wir uns das mal angucken, ob ich irgendwo auf dem Weg irgendwas mit P-Switch-Blöcken sehe. Ansonsten verstehe ich es noch nicht so ganz. Mann!
Ah, hier ist die Tür. Ja, okay, okay, okay. Das heißt, ich muss zurück. Ach so, ja, okay, gecheckt. Über den Kollegen wieder hoch. Ja, okay, okay, okay. Jetzt habe ich auch das verstanden. Dann sieht das schon viel professioneller aus. Nein! So viel zu professioneller. Aber jetzt weiß ich, wie die Stelle gedacht ist. Hui. Ist ein bisschen ein schöner Speedrun, doch. Mann! Aber da muss ich nochmal aufpassen, dass ich vernünftig springe. Ah. Nein, ich darf das. Oh. Problem ist halt, ich weiß noch nicht, was am zweiten Teil dann auf mich wartet, ne? Ah, es ist wieder dieses nervige nicht dorthin kommen, wo man hinkommen will. So, jetzt. Okay, was ist in der Tür? Okay. Nein! Scheiße. Ah. Das ist halt das Schlimme bei solchen Leveln. Du hast halt keine Zwischendings. Ah, ohne Checkpoint ist es so kritisch. Hallo. Okay. Ich habe den gleichen Scheißtrick. Oh, das gibt's doch nicht. Ich habe genau den gleichen Scheißtrick gemacht wie gerade eben. Genau den gleichen Scheißtrick. Ach, komm schon. Aber es scheint wirklich ein guter Speedrun zu sein. So, selbst wenn ich den jetzt nicht schaffen sollte, weil es mir zeitlich doch langsam wieder ein bisschen, ne? Knapp wird. Es ist auf jeden Fall ein guter Speedrun. Na! Mann! Aber ich würde ihn gerne schaffen. Aber ich will es halt auch nicht eine Stunde hier noch sitzen. Ha! Ha!
So. So. Ey, ich bin zu blöd, da hochzuspringen. Ich bin zu blöd, da hochzuspringen. Das gibt's doch nicht. What? Das scheiß Feuer hat mich noch nie erwischt vorher. Ach komm. Das war frech. Das war richtig frech. Aber weil ich sonst immer zu langsam war mit dem Feuer wahrscheinlich. Ach Mann. So. Ich werde jetzt ganz vorsichtig auf dieses scheiß Eis springen. Ich muss da hoch. Ich wollte es kaputt rutschen. Das kann ich nicht. Ah. Okay, letzter Versuch. Okay, wir sind weitergekommen. Wir sind weitergekommen. Let's go. Solange ich weiterkomme... Also, letzter Versuch immer nur, wenn ich nicht weiterkomme, okay? Solange ich weiterkomme, spiele ich weiter. Okay. Schluss. Schönes Level, aber nee. Es kostet mich zu viel Zeit. Es ist echt cool. Ich würde es mir... Kann ich das irgendwie speichern? Achso, ich habe ich ja als gespielte Level. Vielleicht nochmal probieren beim nächsten Mal oder so, weil das würde ich doch gerne schaffen. Es wirkt wie ein Speedrun, den ich schaffen könnte. Und das ist schon eine Seltenheit. Danke fürs Zuschauen. Aber mal gucken. Und tschüss.